Wir in Ludwigsburg wird Ihnen präsentiert von der Bäckerei-Konditorei Lutz. Qualität und Frische seit über 50 Jahren. Willkommen, liebe Zuschauer, zur neuesten Ausgabe von Wir in Ludwigsburg. Ja, wundern Sie sich nicht, wir sind heute hier im Requisitenraum der Kulturwelt Ludwigsburg. Und später vorstellen möchte ich Ihnen Judika Scheible. Doch zuvor blicken wir mal ins Schloss Ludwigsburg, denn dort gibt es gerade ein ganz spannendes Projekt. Des Königspaares 35 Wohnräume so erleben, wie es Friedrich I. zu seiner Zeit im Barockschloss in Ludwigsburg pflegte. Bald ist das möglich. Die Räume im Haupttrakt sollen wieder in den historisch korrekten Zustand versetzt werden. Das ist die Aufgabe, die sich Konservatorin Patricia Peschel von den staatlichen Schlössern und Gärten in Baden-Württemberg auferlegt hat. Das geschieht anhand detailgenauer Inventare und Lagepläne. Es gibt eine Vielzahl von Inventaren aus der Zeit zwischen 1800 und 1830, also die sich genau auf die Zeit von König Friedrich und seiner Frau Charlotte Mathilde beziehen. Und diese Inventare liegen zum Teil in den Staatsarchiven in Stuttgart und in Ludwigsburg. Zum Teil sind sie in Kopie auch hier bei uns, bei der staatlichen Schlösserverwaltung. Und dort sind einzelne Räume sehr detailliert aufgeführt und die genaue Einrichtung der Räume ist vor allen Dingen sehr detailliert dargestellt. Also jedes Möbel, jedes Porzellan, jedes Gemälde wird dort genau beschrieben. Das Schloss Ludwigsburg ist ein richtig gehender Glücksfall. Die Kriege überstand es mehr oder weniger unbeschadet. So auch das Hab und Gut des württembergischen Königshauses. Rund 12.000 Antiquitäten und Ausstellungsstücke sind wohlbehalten in den unterschiedlichen Sammlungen der Schlösser und Museen aufbewahrt. 2.000 davon werden den Weg bald wieder in ihre Heimat im Ludwigsburger Schloss finden. Man hat in Württemberg das Glück, dass es keine Kriegsverluste gab, weder durch Bombardierungen noch durch Plünderungen oder Raubkunst oder ähnliche Probleme, wie man sie manchmal in anderen Schlössern hat. Also da hat Württemberg und insbesondere Ludwigsburg sehr, sehr großes Glück gehabt. Und deswegen war es für uns auch jetzt möglich gewesen, dieses Projekt umzusetzen und die Wohnräume vom König und von seiner Frau wieder einrichten zu können, die ja insgesamt 2000 Objekte umfassen, die alle noch vorhanden waren. Bis 2019 sollen die Räume von König Friedrich I. und seiner Gemahlin und späteren Witwe Charlotte Mathilde wieder hergerichtet und für die Besucher erlebbar gemacht sein. So wie sie jetzt gezeigt werden und präsentiert werden, sind die Möbel teilweise verrückt. Sie stehen in anderen Räumen, in einem anderen Zusammenhang, in einem anderen Kontext und vermitteln nicht ein so ideales und eindeutiges Bild von königlichen privaten Räumen des frühen 19. Jahrhunderts, wie es uns möglich wäre. Und wir werden das jetzt sozusagen die Möglichkeit haben, das zu ändern. Wir werden diese Stücke wieder an den richtigen Stellen hinräumen können, bis zur letzten Porzellantasse sozusagen einräumen können. Und dem Besucher wird sich dann nach 2019 ein sehr, sehr seltenes Bild bieten, und zwar von privaten königlichen Wohnräumen, die ein ganz neues Bild vermitteln werden, als wie man es bis dato aus Schlossmuseen kennt. Das Land unterstützt die Neumöblierung mit 2 Millionen Euro. Eine Wertschätzung für Ludwigsburg und sicherlich eine Bereicherung für die Region. Und vom Schloss Ludwigsburg blicken wir jetzt ins Landratsamt. Dort war ich bereits die Woche und habe Herrn Meier getroffen. Und es geht um das Projekt Führerscheinrückgabe für Senioren. Herr Meier, seit Oktober gibt es ein Pilotprojekt des Landkreises. Es geht um die freiwillige Führerscheinrückgabe für Senioren. Vielleicht können Sie unseren Zuschauern noch mal kurz erklären, wie funktioniert das Ganze denn überhaupt? Ja gut, Ausgangspunkt unserer Überlegungen war, dass die heutige Seniorengeneration immer länger mobil bleibt, dass aber die Mobilität nicht unbedingt an das eigene Fahrzeug gebunden ist, sondern dass wir hier auch mit dem ÖPNV ein sehr attraktives Angebot haben. Mit dem Pilotprojekt wollen wir den Senioren die Möglichkeit geben, das mal für ein Jahr zu testen. Wie funktioniert es? Die Leute stellen bei uns einen Antrag, bekommen dann einen Teilnahmeantrag zugeschickt, bekommen eine Verzichtserklärung. Wir beantragen den Verbundpass, circa 6 Wochen dauert das aktuell. Und nach diesen 6 Wochen kommen die Senioren zu uns, geben ihren Führerschein ab, bekommen dafür
ein Ticket, das für ein Jahr gilt. Und wie alt muss man mindestens sein? Ja, Voraussetzung ist zum einen der Wohnsitz im Landkreis Ludwigsburg, weil es nur bei uns aktuell gilt. Man muss entweder 65 Jahre alt sein oder 60 Jahre und bereits im Rentenbezug stehen. Und wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ein Jahr lang bekommt man dieses Senioren-VVS-Ticket kostenlos. Und dann ist der Führerschein, hat man ja dann freiwillig zurückgegeben. Wie läuft es dann nach dem Jahr weiter? Nach dem Jahr muss man entweder kündigen, dann endet dieses Ticket, oder was wir natürlich hoffen, dass die Leute dann auch das Ticket weiter nutzen. Was haben Sie bisher für eine Erfahrung gemacht? Wir haben bisher über 400 Anträge, sind also sehr positiv überrascht, wie das Projekt in Anspruch genommen wird. Auswertung erfolgt nach einem Jahr. Das Pilotprojekt ist befristet bis Dezember 2017. Nach einem Jahr werden wir mal die erste Auswertung machen. Wie viel bleiben dabei? Wie viel kündigen wieder? Und dann wird eine Entscheidung getroffen. Wie geht es nach dem Dezember 2017 weiter? Vielen Dank. Bleiben Sie dran, liebe Zuschauer. Nach einer ganz kurzen Pause geht es hier bei uns weiter mit Judika Scheible von der Kulturwelt Ludwigsburg. Und sie verrät uns unter anderem, was es hiermit auf sich hat. Steht das Wasser bis zum Hals? Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, jetzt bei meiner Bürgerin der Woche, Judika Scheible von der Kulturwelt. Grüß dich, Judika. Hallo. Schön, dass du für uns Zeit hast. Wir sind ja jetzt ganz neu im Jahr 2016 reingestartet sozusagen. Ich hoffe, du bist auch gut reingekommen. Ja klar, mit dem Dinner for One Express natürlich, wie jedes Jahr starte ich mit dem Theater ins neue Jahr. Eines der vielen Highlights, die es bei euch gibt. Wo stehen wir denn jetzt eigentlich hier genau, Judika? Wir stehen hier gerade im Kulissen- und Requisiten Raum von Kulturwelt und hinter uns ist auch die große fleischfressende Pflanze vom kleinen Horrorladen drin. Wir lehnen uns an der Theke von Fucking Ormol an. Mhm. Genau, hier sind alle alten Requisiten gebunkert, Kostüm und Maske. 2016 ist jetzt noch ganz jung. Was steht denn dieses Jahr noch so alles an? Wir haben jetzt dieses Jahr viele neue Sachen. Ich habe ein Kinderensemble gegründet, das Kuveki Kultur Welt Kids. Mhm. Die haben im Mai Premiere dieses Jahr. Wir haben eine Erwachsenen-Profi-Produktion, wo der Herr Pivonka die Leitung hat, ein Einmannstück über den Dingen im März. Wir haben einen Oststadtzirkus mit der Kooperation der Kinder- und Jugendhilfe in Ludwigsburg. Kinder- und Jugendförderung. Muss ich nochmal. Das war schon korrekt sein. Ja, genau. Und dann sind wir schon im Sommer. Ah, und es gibt noch Heimathafen. Mhm. Auch ein ganz neues Projekt und ich weiß nicht, ob es einmalig sein wird mit Flüchtlingen. Mhm. Großartig. Also etwas, was ja was Besonderes sein wird, auch sicherlich im Sommer mit Flüchtlingen zusammenzuarbeiten. Wie wird das Ganze denn aussehen? Habt ihr denn da schon Kontakt gehabt? Genau, die Susanne Pivonka, die ja auch ein Mitglied von Kulturwelt ist, findet da gerade die Gruppe zusammen. Teilweise aus Schülern mit Migrationshintergrund, teilweise mit schon festen Spielern von Kulturwelt und macht da einen Mix. Und was dabei rauskommt, ist absolut noch, steht noch in den Sternen. Aber er sagt uns auf jeden Fall Bescheid. Klingt nach einem spannenden Projekt. Da werden wir bestimmt auch mit dabei sein, Judika. Du hast schon den Oststadtzirkus angesprochen. Was ist das denn genau? Der Oststadtzirkus ist erstmal ein Zungenbrecher. nein, es ist ein Kinder- und Jugendzirkus, frei. Also es ist nicht an irgendeine Schule gebunden oder einen Verein. Wir sind ein ganz freies Angebot, was sehr selten ist. Auch kostenfrei für die Teilnehmer. Und es können sich alle Kinder
Kinder zwischen der zweiten Klasse und nach oben aufwärts ganz offen anmelden und teilnehmen. Und wir haben einmal im Jahr dann eine Aufführung in der Karlskaserne. Mhm. Genau. Mit der Kulturwelt ragt er ja auch zum Kulturgut dieser schönen Stadt bei von Ludwigsburg. Wie bist du denn eigentlich damals hier gelandet? Ah, ja, ich war selber auf der Waldorfschule, wo die Kulturwelt auch herkommt, ein bisschen der Ursprung ist. Und habe da mein Klassenspiel gespielt, 12. Klasse. Kulturwelt hat die Technik gestellt und danach war da eben noch ein Platz frei im aktuellen Stück. Und dann war die Anfrage da und klar. Da hast du dann mitgemacht? Jawohl, genau. Habe ich selber gespielt und danach die Ausbildung zur Theaterpädagogin. Wie lange ging die Ausbildung? Es sind 4 Jahre Vollzeit gewesen, genau. Und seitdem arbeitest du quasi selbstständig? Genau, seit 2008 bin ich jetzt selbstständig in dem Bereich und ja, genau. Und auch sonst, soweit ich weiß, ja viel mit Kindern und Jugendlichen zusammen. Denn neben deiner Tätigkeit bei der Kulturwelt machst du nämlich noch was? Ich bin als Pädagogin tatsächlich dann der pädagogische Teil an einer Grundschule, an einer Brennpunktschule in Stuttgart-Neugereuth über die Stuttgarter Jugendhausgesellschaft. Genau. Also fleißig tätig mit jungen Menschen, ist es das, was dir auch am meisten Spaß macht an deinem Job? Auf jeden Fall. Also das Alter, so gerade die Entwicklungsalterstufen interessieren mich wahnsinnig, das auch ein bisschen begleiten zu dürfen. Das ist jetzt so, von der Nachhaltigkeit her merkt man das jetzt nach 8 Jahren, wenn man jemand mal über einen längeren Zeitraum begleitet, was da an Entwicklung passiert und an Bildung von der Persönlichkeit, das ist super schön zu begleiten, ja. Schön mit anzusehen, schön mit anzusehen auf jeden Fall, Judika. Ja, ganz kurz zum Schluss noch, was ist denn so dein Favorit bei den Kulturwelten? Schwierig, weil ich so ganz verschiedene Arbeitsfelder halt habe. Im Dezember spiele ich ja selber, das ist auch ein Stück weit ein Highlight, aber im Grunde genommen schon meine Regiearbeit mit den Kids und Jugendlichen. Mhm. Ja. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Viel Erfolg fürs Jahr 2016 und ich hoffe, wir sehen uns bei dem ein oder anderen Projekt dann mal wieder, ja, Judika. Schön. Liebe Zuschauer, das war's für heute. Ihnen jetzt noch einen schönen Abend und schalten Sie auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Wir in Ludwigsburg. Machen Sie es gut. Tschüss. Wir in Ludwigsburg wurde Ihnen präsentiert von der Bäckerei Konditorei Lutz. Qualität und Frische seit über 50 Jahren.